bisschen. Da! 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 Hallo! Sag mal! Da! Aua, wie können drei Wölfe so wehtun? Wir starten Gothic einfach von vorne ab Teil 1. Gar kein Problem. Irgendwann kommt die Höhle nochmal. Diese und viele andere Höhlen, ja. Okay, oder wir laufen halt erstmal zu dem anderen Grab. Das war natürlich auch geplant, ne? Völlig klar. Da ist eins. Aber ich glaube, das hatten wir schon, oder? Enos sei Dank. Endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist los? Orks. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Meinst du jetzt das erste Mal spielen, Kermit, oder im Stream? Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Im Juni. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war einer der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Wo kommst du her? Ich bin Orktöter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Zeig mir deine Ware. Einundzwanzig Bögen, 55 Holzschilde. Da wisst ihr Bescheid. Wie viele Skelette dran geglaubt haben. Wenn ich jetzt aber mit dem zusammen da reingehe, dann wird es da wieder so ein unkoordiniertes Ding. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Ja, lass es uns tun, sagt er. Okay. Ich dachte, wir wollen Schamanen töten. Dieser Bademantel hat halt eine sehr anziehende Wirkung, ne? Ja, wir müssen insgesamt 6 Höhlen uns angucken. Oh Gott. Oh, du musst auch deine Waffe ziehen, Handschutz. Oh, ich will wieso leckt das jetzt? Nicht lecken. Wenn ich Ochse abschlachten muss. Einfach alle wegwerbeln! Einfach alle. Oh, okay, nicht alle. Oh, das sind zu
Es gibt sehr viele Speer. Oh Gott, guck mal, wie viele da noch kommen, ey. Okay, die hauen doch auf den Säbelzahnträger drauf. Gott, überlebt er das, hä? Wir werden es gleich erfahren. Ist er tot? Oh, schön niemanden mehr. Uan. Nee, doch, schön noch. Bleib stehen, Moran. Haben wir alle? Oh Gott. Oh Gott, da sind noch mehr. Der Schamane muss aber noch sterben. Jetzt bist du. Oh, mein lieber Charlie. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Ja, das haben wir schon getan. Da ist die Sau. Oder? Doch. Okay, ich hab den Ahnenstein. Alter Verwalter! Das war ja wieder ein Gemetzel. Mann, wer soll die denn alle unter die Erde bringen? Der arme Säbelzahntiger, der hat uns geholfen. Echt krass. Echt krass. Weil keine Ahnung, wie das Spiel sich gedacht hatte, das zu programmieren. Als würde man hier in Ruhe einen nach dem anderen abschlachten und dann sieht man irgendwo in weiter Ferne den Schamanen oder was. Wer wurde umgebracht? Achso, der. Aber nicht von mir, das waren die Ochse. Also damit hatte ich nichts zu tun, Biene. Claudi, sagst du eigentlich Bescheid, wenn Skill mal wieder Rabattaktion hat? Ja klar, aber die 10% kriegst du ja immer. Ist seins schon wieder alle? Hast du so viel weggesüffelt? Es wird im Januar auf jeden Fall auch noch eine neue Geschmacksrichtung kommen. Aber ich weiß nicht, welche. Hallo, Alexius. Nee, aber ich will es gar nicht so weit kommen lassen. Oh, cool. Schmeckt also mir auch.
Mein Pfirsich ist fast alle. So, von wo sind wir denn eigentlich gekommen? Von hier oben, ne? Ist noch überhalb voll. Du hattest auch Pfirsich genommen, ne? Die sollen mal Melone rausbringen. Oh ja. Ich bin gespannt. Oder irgendwas, was so ein bisschen minzig schmeckt, würde ich auch nehmen. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. So, es wäre aber schön, wenn nach dem Gemetzel jetzt hier nicht mehr so viele Skelette noch abzuschlachten wären. Boah, da sind schon wieder welche mit ihrer blöden Armbrust. Aua. Ja, weil ich Angst vor Kiwi hab. Wobei da sicher nicht meine Kiwi dran vorbeigelaufen ist. Ah, die legen schon Wert auf die Inhaltsstoffe, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie die den Kiwi-Geschmack da reinbringen. Da müsste man halt mal hinten drauf schauen, was da steht. Nee, nicht mit deinem blöden Bogen, du Kackskelett, du. Sag mal. Hallo, lasst mich doch auch mal zum Schlag kommen. Die ärgern mich. Gibt's da gar nicht. Scheiß Rumgeblocke von denen. Ich find'n gut. Also wie gesagt, ich habe das ja schon getrunken, bevor ich die Partnerschaft angenommen habe. Kann man das auch vorm Schlafen noch trinken oder ist dann nichts mit Schlafen? Ich habe es auch schon vorm Schlafen getrunken. Also so, wenn ich halt hier noch was übrig hatte nach dem Stream. Dann habe ich das auf der Couch dann getrunken. Also wie gesagt, ich kann Pfirsich sehr empfehlen. Schmeckt wie Eistee. Also die Geschmacksrichtung heißt ja auch Pfirsich-Eistee, aber die finde ich halt wirklich super.
Da, da. In Ruhe. Ja, der verschwindet gleich in der Wand, oder was? Den sehe ich nie wieder. Hallo? Liebes Skelett. Ist in der Wand verschwunden. Ja, Team Zitrone. Vielleicht gibt es auch Zitronen-Eistee als Geschmack. Ich weiß es nicht. Den Rücken geschossen. Sack. Ganz schön flink, diese kleinen Skelette. Da. Da. Oh, da, da, da. Aua. Da, aua. Da. Hallo, stop it. Okay, ich versuche dir zu helfen. Endlich mal erholsamen Schlaf und so. Wir denn jetzt alle? Ich glaube schon. Ein Ordensschwert. Aha, aha, aha. Hast du denn auch das Beutelchen vom Sandmännchen dabei? Nein? Kommst du denn darauf? Der Sockel sieht darauf aus, als ob man etwas hineinstecken kann. Hunter, du bist so schlau. Passt. Golem beschwören. Oh, geil. Ich habe jetzt zweimal Golem beschwören. Irgendwann werde ich das mal nutzen.
Aber der PC ist gar nicht warm oder so. Wenn der jetzt hier so ein bisschen rumkrächzt, dann... Der ist erst ein halbes Jahr alt. Darf da nichts passieren, oder? Das könnte auch einer von den Lüftern sein, vielleicht. Dass der komisch klingt, weil gerade eben ist es durchgehend. Ihr werdet es ja sehen, wenn ich dann eine Woche lang nicht online bin. Oder zwei oder drei. So, den ganz unten haben wir. Jetzt müssen wir nochmal zu dem da hoch. Ja, ich habe ja noch meinen alten PC. Müssen wir da bloß die Grafik im WoW wieder runterstellen. Nix da, du hast gesagt, du hast deinen alten PC. Hat sie gesagt, ja. Aber an der sind wir jetzt auch schon wieder vorbei. Also muss sie ja doch oben sein. Da geht's nicht hoch. Wir müssen auch noch diesen weißen Hetzer finden. Ach, guck mal, hier waren wir, glaube ich, schon. Ah, nee, waren wir noch nicht. Der schläft auch. Oh nein! Oh! Der läuft einfach zickzack. Hunter hat Verwirrungstaktik. Oh, 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 huch, ich habe euch gar nicht gesehen. Voll in die Eiswürfe reingerannt. Oh. Hallo Frosty. Aber wenn es hilft, meine CPU-Belüfter seien über einem Jahr eine Unwucht. Kratzt, schleift dort ist immer mal und nichts passiert. Oder sind noch mehr Skelette? Kommt das Skelett jetzt her? Kommt das zu mir? Ist das Skelett, was vorhin in die Wand reingebackt ist, hä? Weil es halt macht gar keinen Sinn, dass hier plötzlich so ein Skelett langläuft alleine. Helm erhalten. Ich habe gerade einen Helm erhalten. Okay. Leichter Hörnerhelm. Okay. Ne, da ist noch ein Skelett. Hä? Gehören die zusammen? Also in Nordmar gibt es ganz schön viele Schluchten, ja. Also so wirklich irgendwo hinkommst du nicht. Du musst halt immer nur hoffen, dass du irgendwo ankommst, wo du auch ankommen willst.
Es wäre doch nie da runtergekommen, wenn es dann nicht einfach hingeflogen wäre. Und ich glaube, ich höre schon wieder Orks. Kein Flugpunkt? Nee. Auch zum... Sache, ich höre schon wieder Orks. Wo denn? Über mir bestimmt. Ah, oder nicht? Wo kommst denn du her, Junge? Ah, hier ist eine Höhle. Die musst du erst mal sehen. Die war aber gut versteckt, die Höhle. Da sind noch mehr drin. Hallo Chimerasa. Sache, du kommst halt überall irgendwo an und dann vielleicht kannst du, vielleicht gibt es dann auch was zu erledigen. Stehen, Mora! Da! 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 Gut, viel mehr, viel öfter darf der mich jetzt aber nicht treffen. Okay. Hat zugehört. Hat mich nicht öfter getroffen. Dankeschön. Sehr nett. Keine Ahnung, was wir jetzt schon wieder für eine Höhle gefunden haben, aber Kermit wollte ja Höhlen. Aber das ist keine... Nee, das ist... Oh! Oh, ich weiß, wo wir sind. Das ist doch bestimmt die Schmiede, die wir hier von unten aufräumen sollen, oder? Ich pack dich. Ja, da braucht man ja den Mord gar nicht. Obwohl, da kriegt man Erfahrungspunkte, wenn der uns hierher bringt. Ja, eigentlich habe ich dafür Leute, ja. okay. Also, sind wir zu früh hier. Ja, weiß ich doch, Ray. Ray. Hm? Wir hatten doch darüber gesprochen.
ein mächtiges Problem. Einige Probleme erledigt. Ich brauche eine Rüstung für Thorald. Wie groß? Er ist groß und dick. Ich habe eine da. Ist zwar gebraucht, aber sie sollte passen. Für 1000 Goldstücke gehört sie dir. Ray, kleiner Tipp. Sag einer Frau nie, dass sie ruhig bleiben soll. Ich will die Rüstung für Thorald kaufen. Oh, dass sie entspannen soll. Hier, alles schön verpackt. Zeig mir deine Ware. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Klar, warum nicht? Glaubst du wirklich? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Am besten, du hältst dich da raus. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Du solltest meinen Rat annehmen. Einige Dinge werden sich nie erzählen. Schnellen, aber qualvollen Tod zur Folge haben. Aufpassen, was man so rum erzählt. Das hätte er doch besser wissen müssen. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weit. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich weiß. Ich weiß. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Irgendwann ist das auch vorbei. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Auf dem Thron gesessen. Ich glaube, ich muss mich mal nach Faring zurück teleportieren, damit ich das eine Grab wiederfinde. Das wird sonst nichts. Ich finde da nicht hin. Ich brauche einen Flugmount. Hauptsache, die hauen mich jetzt nicht, weil ich so viele Orks getötet habe. Aber das wissen die ja nicht, ne? Das wissen die ja nicht. So. Ich glaube, von hier aus finde ich es. Vielleicht.
oder auch nicht. Huch. Ey, die verstecken sich immer alle im Gebüsch. Was soll denn das? Nee, hier bin ich falsch. Oh Mensch, ich bin mir lang gelaufen. Hier liegen auf jeden Fall viele tote Tiere. Da war das hier links hoch. Irgendwo musste ich links hoch und dann war da die Hütte. Da ist er. Okay, und von der Hütte bis zu dem Ahnending? Weiß es nicht mehr. Tote Tiere sind also deine Wegmarkierung. Ja, deswegen lass die da liegen. Ich meine, es ist ja kalt genug, da vergammelt nix so schnell. Aber hier mal. Der muss mir auf jeden Fall den Ahnenstein wiedergeben. Den brauche ich ja vorher. Jetzt. Jetzt habe ich Sag auch mir die, den Ahnenstein. Das Dingens. Was hast du vor? Kurth schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. So. Aber wehe, ich muss das Grab jetzt nochmal sauber machen. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Zeig mir deine Ware. Ich glaube, hier unten drunter war das, ne? Ja, okay. Wehe! Wehe, ihr seid jetzt wieder lebendig, ey! Keine Lust, euch nochmal zu hauen. Schwein gehabt. Passt. Passt. Okay. Damit haben wir, glaube ich, 4 von 6.
Zwei brauchen wir noch. Und einen Feuerkäse. Und Adanos Ring. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Und den weißen Hetzer für den Wolfstein. Ich bin gar nicht da. Totstellen, Claudi. Nein. Oh. Aber es war nicht der Letzte! Es war immer noch nicht der Letzte! Das gibt's doch gar nicht! Und wer hat eigentlich gerade den Wolf getötet? Der hat gerade irgendwas gegen den Wolf... Also, ich habe gerade 80 Erfahrungen bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür. Haben die Bisons gegen den Wolf getötet oder gegen den Wolf gekämpft oder was? Nein, jetzt habe ich natürlich in dem Moment den scheiß Tiger getroffen. Ist ja klar. Ist ja klar, wird er sonst keinen Spaß machen? Nicht abwechselnd. Dann kann ich euch nicht... Oh. Die Hirsche werden irgendwie zum Trauma. Ja, immer wenn ich denke, das war der Letzte, war es eben doch nicht der Letzte. Kann doch nicht wahr sein. Wenn da sieht man mal, wo die noch rumrennen. Na, da hinten hast du dann Schattenläufer.
Der hat aber keinen Anstein gefressen. Schade. Immer noch nicht fertig. Nee. okay. Wenn ich jetzt hier runterpurzel, was passiert mir dann? Wir schauen mal. Ah! Dann falle ich in einen schwarzen Troll. Alles klar. Und bei euch so? Der ist süß, oder? Oh. Ja, schneid dir ein bisschen die Haare. Und der Arendt hat wieder einen ähnlichen Gedanken gehabt wie ich. Das ist ganz schlimm. Handhat? Ja, mach bitte eine extra Runde zur Truhe. Ist okay. Oh, eine Flammenwelle. Ist es vernichten? Aber ist leider keine Höhle. Der hat gar nichts zurück. Ne, der ist so geblendet von meiner Fuchteltaktik, dass er nicht zum Schlag kam. Ich habe da hinten schon wieder einen Hörschlangenrennen sehen. Oh. Scheiße. Kann ja nicht immer klappen. So, was war es diesmal für ein Hirsch? Ich hab dich gesehen. Ah, da sind wieder Goblins. Meine Güte, die sind aber wirklich überall. Würdest du zurückschlagen, wenn dir jemand so sanft das Kinn massiert? Massiert. War so klar. Der ist ja grün. Oh. Wenn er in mein Wohnzimmer hüpft und mich erschreckt, ja. Oh, was ist das denn? Nacht zu Tag? Achso, ein Zauber. Okay, ich dachte, die Waffe ist Nacht zu Tag, aber... Nee. Das war alles hier drin? Okay.
Nachtzutag. Wie sieht denn der aus? So hier. Nee, Zeitblase. Nachtzutag? Ach, das hier. Gebe dem mal Macht über Tag und Nacht. Dieser Zauber funktioniert nur nachts. Und da kann er es hell machen. Okay. Nice. Nur, dass es in Nordmar überhaupt nicht schlimm ist, wenn es da nachts ist. In Gothic 2 hätte ich das gebrauchen können. Da war es ja immer zappenduster. Ihr wollt mich auch echt verarschen, oder? Ich bin überhaupt nicht auf dem richtigen Weg. Es sei denn, ich will jetzt den ganzen Weg darüber laufen. Ich glaube, der rote Punkt ist Xalas Turm, ne? Aber vielleicht komme ich. Entweder komme ich hier wieder zu einem Schattenläufer oder zu dem weißen Hetzer. Na, wieder ein Schattenläufer. Oh, Menno. Was versuchst du da gerade, Gampau? Oh, natürlich haben wir wieder mehrere. Da! Da! Ander, du hast schon mal besser gefuchtelt. Da, da. 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 Dein Alter herausfinden? Ja, man könnte auch einfach fragen. Welcher Streamer hat denn bitte ein Alter-Command? Also ich kenne keinen einzigen Streamer, der ein alter Command hat. Ah, siehst du, hier waren wir schon mal. Hier haben wir die Ochse getötet. Ich sag ja, da oben geht's zum Magierturm. Okay, dann guck ich mal. Den habe ich wohl nicht gelootet, doch. Hmm.
Aber ich habe das gar nicht gesehen, als wir hier runtergelatscht sind. Dass da irgendwo so ein Grab war. Oder ist es eins von denen, die wir schon gemacht haben? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Oder wir haben es nicht gemacht, weil der Hund hat uns daher... Was kam da jetzt? Ja, was war das? Der Hund hat uns daher geführt gehabt, der Wolf. Ah, hier oben geht's, glaube ich, zum Hirschplateau, ne? Ich guck nochmal, ob ich die Quest jetzt abgeben kann. Wir haben ja noch einen getötet.